Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. Ich hoffe, dass die Folge, ich wollte gerade sagen, ohne Ruckeln anfängt, aber irgendwie. So, jetzt geht's wieder. So, ich möchte. Was ist da? Einsiedlerkrebs. Helft Tuli Sieb dabei, das Dorf Mugulu zu beschützen. Ja. Gleich. Ich möchte erst einmal den Aussichtspunkt entdecken. Der müsste eigentlich hier in der Nähe sein. So, und ich bin schon wieder vorbei. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Da ist der Aussichtspunkt. Welcher Level habt ihr eigentlich? Upsala. Wer war das? Oh, und ich habe jetzt schon lange nicht mehr unter Wasser gekämpft. Dass ich es jetzt eigentlich schon vergessen habe. So, ich habe wirklich schon lange nicht mehr gekämpft unter Wasser. Schwimmt auch zur Oberfläche. Hallo Leute, willkommen zu Guild Wars 2, wo wir gleich mit dem Tod beginnen. Ja. Okay. Es ist irgendwie noch nicht für mich gemacht. So, ich könnte jetzt eigentlich einen Schnitt machen und sagen, so, nichts passiert. Nein, so bin ich nicht. Wir sind gestorben und das zeige ich euch auch. Okay, aber ich bin zu klein noch dafür. Zumindest habe ich das Gefühl, weil wenn es mehrere sind in meinem Level, dann wird es kritisch. Und das sind wirklich mehrere. Und ich habe nicht so oft unter Wasser gekämpft, dass ich eigentlich gleich hier runter muss. Schließlich möchte ich nicht noch einmal durch denen vorbei. Oh, Geronimo! Okay, hallo wieder. So, mir was? Völlig neu. Grauhufauen entdeckt. Das sieht ja geil aus hier, die Gegend, oder? Oh. So, Moment, ich muss erstmal. Oh, da gibt es ein Portal. Ich habe ein Portal gesehen. Upsala. Werden wir hier auch angegriffen? Hi. Dies sind gefährliche Zeiten. Ja, wem sagst du das? Kann ich dir nur bestätigen. Und ich stelle fest, dass wir auch schon lange nicht mehr in Götterfels waren. Ja. So, da ist der Brunnen. Kann man reinspringen? Nein. Könnte sein, dass es wie bei Mario Brothers ist. Man springt einfach in so einen Brunnen rein und dann gibt es so ein extra Level. Mit extra Erfahrungspunkte. Durchsuchen. Ihr habt an den Leichnam ein Abzeichen entdeckt. Die Familie des Soldaten möchte bestimmt von ihrem Verlust erfahren. Feldwebel Rain kann das Nötige veranlassen. Okay. Wo ist Feldwebel Rain? So, hier machen sie abends. Hocken sie sich vor dem Feuer.
und erzählen sich Geschichten über Frauen, die sie nie hatten und gern haben würden. Ja. So richtig schöne Männergeschichten. Ah ja, gut. So. Bogenschütze. Noch einer. Seraphin, ihr habt Feldwebelrennen geholfen. Hä? Warum? Warum haben wir Feldwebel Rain geholfen? Warum komme ich hier nicht durch? Ich hoffe nur, ich komme wieder raus. So. Nein, komm. Jetzt das bisschen hier, komm. Das bisschen hier. Oh Mann, ey. Das ist doch nur eine künstliche Absperrung. So. Okay. Nicht erschrecken, dass ich mit der Maus so hin und her spinne, aber ich krieg trotzdem mit, was ich aufnehme. Na gut, okay, ihr vielleicht nicht. Ist aber nicht böse gemeint. So. Seraphim-Soldaten. Wo ist dieser Feldwebel Rain? Hallo? Bin ich blind oder was? Nee. Das ist Feldwebel Jerram. Hi Jerram. Wo ist dein Kumpel? Wie kann ich helfen? Die Rückeroberung des Lagers war ein heißer Tanz, aber die Zentauren werden zurückkommen. Falls ihr euch entscheidet zu bleiben, trefft bitte eure Vorbereitung, denn meine Männer werden euch nicht beschützen können. Aha. Was ist hier geschehen? Das Grauhof-Lager war einst eine friedliche Siedlung. Doch dann sind die Zentauren über uns hergefallen und haben das Lager in Schutt und Asche gelegt. Die Rückeroberung war nur ein kleiner Erfolg für uns, der hoffentlich auch ein wenig Schutz für Tonteich bedeuten wird. Danke. Tonteich? Warum kommt mir das so bekannt vor? Tonteich. Kommt mir irgendwie bekannt vor, Tonteich. Naja, werden wir sehen, warum. So, und jetzt. Wir sind weit auf Erkundung. Und da ist ein Portal. Und da ist noch eine Wegmarke. So. Ja. Ach, hier ist Feldwebel Rain. Was willst du, Feldwebel? Grüße. Ich bin Feldwebel Eric Rain. Entschuldigt, wenn ich etwas kurz angebunden bin. Dieser endlose Krieg zermürbt uns alle. Wie kann ich helfen? Schaltet ein paar Zentauren aus oder stöbert Banditen auf. Wir könnten auch Hilfe bei der Räumung von Geschützen der Zentauren und beim Einsammeln von Abzeichen gebrauchen. Geschütze? Die Zentauren feuern mit ihren Belagerungswaffen rücksichtslos Sprenggeschosse ab. Viele davon detonieren beim Aufschlagen nicht. Die nicht detonierten Geschosse könnten jederzeit explodieren und müssen deshalb beseitigt werden. Was kann ich sonst noch tun? Abzeichen! Jeder Seraph trägt ein Abzeichen. Fällt ein Soldat, ist es üblich, diese Abzeichen seiner Familie zu übergeben. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr mir alle Abzeichen zukommen lassen könntet, die ihr in diesem Gebiet findet. Okay. Zentauren und Banditen. Unsere Aufklärungsergebnisse deuten auf eine Zusammenarbeit von Zentauren und Banditen hin. Ich für meinen Teil hege den Verdacht, dass die Banditen die Zentauren mit Waffen versorgen. Aber auch ungeachtet dieser Bündnis stellen beide eine Bedrohung dar. Ja, ich schau mal, was ich machen kann. Also... Seraphim-Überreste. Boah. Das ist doch eine Falle, oder? Ja. Upsala. Ganz schön hinterlistig, die Jungs hier. Und gut bei mir. Ich bewege etwas.
Ich bin ein Beweger. Banditenbezwinger, 500 Siege. So, jetzt hier der Fernüberreste. Okay, so wie es aussieht, gibt es einige, die ich umklatschen muss. Und ich wollte noch gerade sagen, das ist so idyllisch hier oben, ja. Das sieht so geil aus. Da, schaut euch das an. Hier ein Haus bauen, da mit dem Blick auf See. Naja. Na, was bist du denn? Ja. Und eins müsste ich vielleicht auch machen. Ich müsste vielleicht auch mal andere Sachen skillen. Also üben. Nicht nur jetzt hier Feuer. Oh, mit Bogenschützen. Ja, was denkst du denn? Eigentlich ziemlich leicht für mich. So. So. Also einzeln geht's ja. Ich könnte. Ja, du könntest was. So, nochmal eine. Und die kommt zu uns. Na komm schon. Ich hab extra auf dich gewartet. Nur das mit dem Gift, das könntest du bitte lassen. Also wirklich. Das mit dem Gift, das mag ich nicht. Wirklich. Ja, ist doch schon vorbei. Auch da noch. Es gibt so viel zu tun. Und ich habe eigentlich keine Zeit. So. Nein, 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 nein. So nicht, Kumpelchen. Das war aber knapp. Och, das sind die Kreid. Die arbeiten doch zusammen, oder? Na komm schon. Kommst du? Ja. So. So ist es schön. So. Rohlederanschutz. Eine nach dem anderen und. Upsala. Grite übrig. Was passiert? Außer Reichweite. Verursacht Blutung. So. So macht man das. Ja, geht eigentlich. Und auch dich möchte ich loswerden. Du fühlst dich wohl stark mit deinen Bohren, oder? So. Also die Crite hat mir hat nichts gebracht, dass ich den umgebracht habe. Naja, okay. Die Brücke muss um jeden Preis repariert werden. Haltet sie mir vom Hintern, dann schaffen wir das. Ich möchte die Mauer nicht. Gewehrschütze. Na, das ist aber ein bisschen. Da müssen wir so viele töten.
Was ist da hinten los? Holzplanke. Brauche ich nicht. Holzplanke. Na komm schon. Ein bisschen hierher locken. So. Teuer! Er ist sich wofür intelligent, oder wie? Ist wahrscheinlich zu weit weg, oder? Oh, es geht doch. So, ja, komm schön ins Feuerbein. Die mit ihren Hammer, ey. Ich habe den gesehen, wo der schon mächtige Betrügermaske der Dwayna plus 7 Kraft. Das gucke ich mir nachher an. Okay. Und bleib da, ja. Bleib schön da. Beweg dich nicht. Bleibst da bis zum Tod. Gut. Beutel mit Waren. Gar nicht atmen. Natürlich kannst du atmen. Na? Zentaurenarbeiter. Kommst du zu mir? Ja, oh, ihr zu mir, ja. Oh, so ist brav. Oh, ja. Ich bin ein bisschen ruhig, weil ich beim Kämpfen mich ein bisschen konzentriere. Oh, oh, ich sehe schon. Das werden wir in der Folge nicht mehr machen können alles. Das dauert alles so lange. Upsala. I cried. Eigentlich möchte ich den Banditen haben. Ah, super. Und stirb. Mann, ich möchte trotzdem mal schauen. Die Kreid? Ich möchte die Kreid mal schauen auf die mir. Kann ich da was helfen? Ist doch nichts passiert. Und er kommt auf mich zu. Und vergiftet mich natürlich gleich. Die arbeiten alle mit Gift. Silberherz, kann ich den abbauen? Oh, 4 übrig. Ruinierter Herzbrochen, ist ja super. Wieder eine Errungenschaft mehr. Ja. Ja, zumindest XP habe ich dann bekommen. Gehen die dann hier weg, wenn wir die besiegt haben? Ups, weg. Aber die sind immer noch hier. Die sind immer noch hier. Gut, also. Upsala. Ich gehe mal da hinten hin. Wenn man mich lässt. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Und weiter geht's. Okay, hat mich keiner. Ich habe gedacht, die verfolgen mich. Haben sie aber nicht. So, Seraphim-Überreste. So, ich mache dann hier eine Aufnahmepause.
Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ups, schon wieder. So. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin. Ciao, ciao, Leute.